Ahu, liebe Schildmeiden und Wikinger, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metal Gear Survive mit eurem Erik Vikingson und der Valkyria. Gestern haben wir gesehen, was passiert, wenn du nicht gut vorbereitet bist, wenn die Base nicht beschützt wird oder so gebaut wird, dass wir gut klarkommen. Die erste Horde hat angegriffen, die Horde hat gewonnen. Das ist heute Versuch Nummer 2, aber der Unterschied ist, heute wissen wir, was passiert. Das heißt, wir werden heute erstmal unsere Base upgraden und das werden wir jetzt gleich machen. Wir haben ja unsere Dinger hier, unsere Klingen, die sind eigentlich ganz cool. Wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir hier so ein bisschen alles gut hinkriegen. Das heißt, wir werden bauen. Stacheldraht geht schon mal gar nicht. Eisen haben wir ja auf jeden Fall. Gut, pass auf. Hier spielt sich ja alles ab. Das heißt, hier würde ich gerne... Ich würde die hier hinsetzen wollen. Was jetzt? Hallo? Ach so, okay. So. Nee, alles gut. Okay. So, Zaun machen wir drumherum. Sehr gut. Dann haben wir jetzt mal die Zäune gebaut. Was haben wir denn noch? Sandsack. Die Sandsack-Geschichte würde ich jetzt auch gerne einfach nochmal aufbauen. Bauen können wir gar nicht, weil wir gar nicht Material dafür haben. Okay, das passt aber soweit. So, lass uns mal gucken. Wir haben halt nicht so viele Möglichkeiten, aber es ist okay. So, pass auf. Dann würde ich sagen, hier... Du musst dich im Baumenü befinden. Okay. Dann kann ich sie im Baumenü platzieren. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Verbesserte Werkbank. Normaler Zaun. Wieso konnte ich sie denn letztens... warte mal. Die konnte ich nicht, weil ich den aktiviert habe, ne? Warte. Die Schaufel habe ich. So, die Waffe ausgerüstet. Die Mollys rüste ich aus. So, wir machen uns jetzt noch mal ein bisschen Munition. Und dann gucken wir mal, dass das heute funktioniert hier. So, herstellen. Munition. Und zwar möchte ich davon nochmal welche haben. Können wir gar nicht. Oh mein Gott, ey. Schwerer Pfeil könnte man noch machen. Haben aber keinen Bogen ausgerüstet. Ist egal. Dann haben wir hier nochmal Medizin. Bandagen sollten wir definitiv herstellen. So. Sehr gut. Dann gehen wir ins Lager rein, gucken, was wir uns rüber machen können. Verwalte dein Lager. So, pass auf. Medizin. Flasche. Energiedrink, Winkel, Darmmedizin. Haben wir alles da. Verbandskit und so weiter. Haben wir auch einstecken. Warum haben wir so viel Zeug einstecken? Blutstillungskit. Ja, das sollten wir aber behalten. Verbandskit. Bandage, Energiedrink, Wickel. Darmmedikament, die würde ich rüber tun, weil ich denke mal, die Wickel tue ich jetzt auch rüber. Antibiotikum. Meinst du, wir werden jetzt irgendwann was brauchen? Ne, ich glaube nicht. Energiedrink mache ich auch rüber. So. Bandagen, Verbandskit. Können wir wenigstens 3 rüber tun. Sogar noch 1. Dann haben wir... Ja, 1 reicht uns da auch. Blutstillung, Trinkflasche leer. Wenn die leer ist, brauchen wir sie nicht. Und hier haben wir leere Flaschen. Die brauchen wir auch nicht. So, siehst du? Dann läuft das nämlich jetzt schon mal so ab. Okay. Müssen wir mit Virgil jetzt nochmal reden, oder was? Nee, Auftrag annehmen. Guck mal, wir haben sogar hier einen Auftrag abgeschlossen gerade. Okay, cool. Dann können wir den Behälter gleich noch öffnen. Dann haben wir das auch nochmal bekommen.
Ihr seid da, ne? Okay, wir gehen jetzt nicht mal. Oh, geil. Finde ich gut. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Selten haben wir auch was gekriegt, 3 Stück. So. Dann machen wir das Ganze nochmal. Das kennen wir ja von gestern, aber wir gucken es uns am besten einfach nochmal an. Ich muss dann vorrennen. Muss dann diese Klingen aufbauen, wo ich jetzt den Weg freigelassen habe. Und würde dann außen und unserem Wurmloch-Bagger würde ich auch nochmal Klingen setzen. Und da müssen wir halt gucken, dass wir es verteidigt kriegen, ne? Aber ich habe schon gesehen, der Speer ist nicht meins. So gut ist er gar nicht. So. Sehen wir das nochmal von gestern. Wer es nicht mitgekriegt hat, sieht es jetzt nochmal. Jetzt geht's los. Der Überraschungsangriff auf unsere Base. So. Auf Kid Kirby. You just focus on defending base camp until the wormhole has stabilized. Sehr gut. Die erste Klinge kommt dahin. Dann würde ich gerne hier nochmal eine Klinge hinbauen. Hey, wenn wir die schon kriegen, dann sollten wir sie auch nehmen, ne? So, pass auf. Dann ist wichtig. Nein, die Schaufel kannst du nehmen. Ja, ist okay. Die Waffe ausrüsten. Mach doch die Waffe. Die Waffe. So, dann haben wir hier die Dinger. Ach, guck mal, die führen dann die Viecher dahin, oder was? Okay. Wie gut! So, Vicky, die sind da. Okay. Okay, die brechen durch, die brechen durch. So, das war's mit Verteidigung. Sehr geil. Okay, ich habe hier noch was anderes. So, wir haben Minen gesetzt. Sehr geil, hat funktioniert. So, da kommen welche. Oh, ein Bomber. Sehr gut, wichtig. Ach, der Bomber, scheiße. Ich gehe außen rum,
Ich versuche den von hinten wegzumachen. Zweiter Bomber. Oh, Bord, Vorsicht, Vorsicht, Mikey. Scheiße! Ungünstig! Komm, Mikey, das schaffen wir. Okay, pass auf. Oh, Vorsicht, 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 weg, 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 weg. Pass auf, der explodiert. Jawohl, ganz scharf. Und boom. Yes. Wichtig. Ah, da kommen die nächsten. Okay, die sind durchgebrochen. Bald, die können wir uns heilen. Ne, müssen wir nicht, wa? Okay, die können wir aber von hier machen. Okay. Sind noch welche irgendwo? Da hinten kommen wieder welche runtergefallen. Links ist noch clear. Es ist natürlich jetzt ungünstig hier, dass die jetzt... Kann ich das aufheben? Jo. Sehr gut. Jetzt, Baby. Sehr gut. Ah, das war schlecht. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Unfassbar, oder? Captain. Wow. I dare say. Our mission has wieder nicht geschafft. Wieder nicht geschafft. Wie machen wir das denn jetzt am dümmsten? Ja, das ist ja krass. Das ist ja krass. Wir müssen uns auf jeden Fall viel mehr Munition machen. Wir müssen auch Pfeil und Bogen mitnehmen. Boah. So, jetzt sind wir wieder hier dran. As soon as preparations are complete, access the wormhole digger. Okay, das haben wir alles gemacht. Warte mal, ich würde auf jeden Fall jetzt gerne... Ich möchte gerne die Ausrüstung ändern. Und zwar, der Speer muss safe weg. Da möchte ich den Bogen haben. So. Haben wir jetzt nur die schweren Pfeile mit? Kann ja nicht sein, oder? Egal, reparieren kurz. Müssen wir nichts. Hier, was brauchen wir noch? Mit der Machete waren wir eigentlich ganz gut unterwegs, ne? Herstellen. Die Schaufel macht halt gut Damage. Das Problem ist halt einfach nur, die Haltbarkeit ist halt top, ne? Aber das Gewicht ist halt richtig heftig. Die Machete war halt extrem schnell. Und da haben wir genug Stuff da. Ich mache uns eine Machete. Ich möchte die auch ausrüsten. Und ich werde unsere Machete upgraden. Pass mal auf. Ja. Die powern wir uns hoch jetzt. 91 Angriff. So, wir können nichts mehr verstärken. Die haben wir auf Level 5. Den Bogen können wir nicht mehr verstärken. Haben wir auf Level 5. Die Burka können wir verstärken.
Machen wir. Wenn wir das Zeug da haben, müssen wir es machen. Wir haben an die Waffen nicht gedacht. Oder besser gesagt, ich habe an die Waffen nicht gedacht. Ich will euch ja hier nicht immer mit reinhängen. So. Oberkörper, guck mal. Auch das können wir verstärken. Wir haben es doch da. Warum machen wir es denn nicht? Weißt du, da ist die Verteidigung viel, viel besser. So, und wir haben auch die Kuban-Energie da. So, die Handschuhe, weiß ich nicht. Die Unterhose würde ich auf jeden Fall nochmal machen. So. So, dann kommt die Frage, was können wir noch machen, um unsere Verteidigung hochzuhalten? Was können wir noch bauen? Eigentlich nur die Zäune. Und die Zäune sind kacke. Ich sag's euch so, wie es ist. Die Zäune sind scheiße. Die halten zwar divers was aus, aber so unfassbar gut sind die nicht. Ich würde es jetzt nochmal so drauf ankommen lassen. Was soll man denn anderes tun? Weißt du? So, das überspringe ich jetzt. Das kennen wir ja schon. Ja, bitte überspringen. I detect wanderers approaching. So, ich werde hier... Just focus on defending base camp until the wormhole has stabilized. Die Dinger hinbauen. Wenn sie durchbrechen, sollen sie durchbrechen. Dann ist das halt einfach so. So, was können wir noch machen? Wir haben die Minen. Die Minen müssen wir auch hier hinsetzen. So, die sind da. So, Mine ist durch. Dann haben wir die Mollys. Da kommen sie. Mikey, du gehst mit dem Messer ran. Messer bringt nichts. Schöne Scheiße. Jawohl, die Speere, die Dinger, die Pfeile sind gut. Wahnsinn! Nein! Doch, schwerer Pfeil! Mach! Sehr gut, Mikey. Komm, mach weiter. Sehr gut. Heb die Pfeile auf. Ich habe noch Pfeile. Nee, ich sehe keine mehr. Hinten drinnen werden noch welche liegen hier. Jawohl. Okay, wo kommen sie? Da kommen sie. Ah, der war schlecht.
Oh, Treppen! Treppen! So, ich muss von hinten entweder den Pfeil reinschießen in die Typen. Jawohl. Die explodieren? Nee, doch nicht. Den Hammer. Okay, die haben wir weg. Die haben wir weg. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, bin ich angespannt gerade. Das muss klappen jetzt. Okay, die kommen. Sehr gut, Mikey. Ich weiß halt gerade nicht, ob wir da schon waren, jetzt in der Situation, wo wir jetzt sind. Da kommen sie von hinten nochmal. Die kommen von dort nochmal. Jetzt müssen wir aufpassen. Ich würde mal kurz auf die Waffe wechseln. Lad nach. Sehr gut. Hast du gut gemacht, da kommen sie. Okay. Bedrohung, Bedrohung, was? Okay, alles gut, alles gut. Wir sind gleich durch, wir haben es gleich geschafft. Dass deine Zeit abläuft, sehe ich jetzt zum ersten Mal. Hätte nicht gepiept. Wir haben es geschafft. Boah. Boah, wie gut. Yes, 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 yes. Sehr gut. Danke da. Jawohl. Ich glaube, der ist kaputt, wa? Und das Wurmloch schließt sich. Scheiße. Tja. Wattenkampf? Wie gut war das bitte? Wormhole digger has stopped. Ein paar. Failed to generate wormhole. Oh wow. Das Wurmloch konnte nicht erzeugt werden. Wir sind aber die Verteidiger erfolgreich freigeschaltet. Sehr gut. Warum ging es nicht weiter? Hast du doch gesehen? Kaputt? Analysis reveals that there was insufficient energy to generate a wormhole. Okay. After recalculations following this failure, it has become clear that the energy from Kuban Energy is not enough. Okay. To generate a wormhole home, we must obtain a higher purity crystallized energy, Iris energy. It appears as though the information on the wormhole digger stored in my internal database was tampered with. Tampered with? Who would do something like that? My money would be on good luck. Wer ist er? Who are you?
My name is Joseph Gruen. I'm in charge of the Detay research program. I'm communicating with you through the small wormhole you managed to open, though it probably won't stay open for long. Okay. There is a discrepancy in your explanation. According to records, the project is led by none other than Goodluck, not you. He's been relieved of duty. What? His repeated violation of orders and unilateral decisions. The upper echelon can no longer turn a blind eye. He is a brilliant man, and my friend. I have supported him to the best of my ability, but even I could not protect him in light of his sending an outsider to Detay. Such reckless behavior. Reckless? So the captain's mission... All Goodluck's doing. Our organization never sanctioned it. I imagine Goodluck wanted to use you to recover the core's data so that he could secure the technology for himself. But his plan failed. As of now, my job is to bring you back safe and sound. Just a moment. The captain's mission file mentions securing data critical to the captain. I think the captain should stay behind until this objective is completed. Critical data? Oh, the arm, I suppose. You needn't worry, Captain. Just another one of Goodluck's lies in his attempt to use you. You have the section's medical technology to thank for your recovery. The arm? Ah, yes. A personal matter. In any case, this was all a fantasy. Driven by one man's selfish desires. I am truly sorry for what you've had to go through, Captain. What about the remainder of the mission? Explore Detay and rescue any survivors of the Charon Core. Well, you are already there. There can be no doubt that the data the Core acquired would be of great use to mankind. The Section had been hoping to recover it. If you could continue with that part of the mission, however much you can do, it would be sincerely appreciated. Of course, I'm not trying to force you. Let's do it, Captain. We should save as many people as we can. Well, it looks like we're going to get cut off soon. I will do everything I can to ensure you make it home. Wow. I'm sending all data I have on the Core over this line. We received it just before the Core went silent. It's heavily corrupted. We can only make out bits and pieces, but if you go through it carefully, you may find information on singularities. That's where you can obtain Iris energy. Take a look if you hit a dead end. I am praying for your success. Nee, ich auch. Danke. Wow, vom Regen in die Traufe, so schnell geht's hier. Your new top mission priority is to return home from Detay. I've marked the map with the location of the singularity we already know about. Make your way there. Krass. Leute, wir haben das erstmal hinter uns gebracht, das müssen wir uns erstmal sammeln. Also, der Angriff, die Horde, ist vereitelt worden, das ist schon mal ganz gut. Das Problem ist, das Wurmloch geht nicht, das Ding ist kaputt, wir müssen hier bleiben. Es wird nicht einfacher. Ich werde jetzt nochmal kurz mit euch durchgucken. Zwecksmäßig hier. Halt die Klappe. Zwecksmäßig hier, Reparatur. Das ist anscheinend, dass wir... Hier ist nichts kaputt, ne? Das ist nur, wenn irgendwas anderes kaputt wäre. Die anderen Sachen sind eigentlich alle wieder da. Die Zäune sind auch da. Die haben sie ja eingerissen, der ist aber wieder da, das ist okay. Gut. Wir werden zusehen müssen, dass wir die Base mit Zäunen dicht machen, davor nochmal eine Reihe andere Sachen machen. Ja? Und dann werden wir Gas geben müssen. Wir werden die Base auf jeden Fall safen müssen. Wenn denn immer, wenn wir das Ding hier anmachen, kommt so ein Angriff und ich denke mal, der wird immer stärker werden. Von daher ganz gut. Kuban-Energie haben wir 50.000, das passt. Wir werden in der nächsten Folge werden wir leveln, werden dann die Virtuals wieder befragen. Wir können mal kurz gucken, ob wir vielleicht irgendeine Belohnung bekommen haben, aber ich glaube es nicht. Auftrag, okay, doch, hier, guck mal, den Bomber, das haben wir hingekriegt. Das ist schon mal gut. Da haben wir nochmal was für das Materiallager, das können wir uns noch kurz angucken, was wir da kriegen. Und da müssen wir halt mal wirklich akribisch durchgucken, wie wir es machen. Die Pfeile sind natürlich Bombe, ne? Damit machst du die ja komplett weg. Das heißt, wir müssen verstärkt auf Eisen gehen, verstärkt auf anderes Material gehen. Von daher, das passt schon mal ganz gut. So, und dann müssen wir gucken, zwecksmäßig,
What's the current situation? Was wir brauchen, ne? Das ist halt nun mal so. So, Mollys habe ich gar nicht gebraucht, die Taschenlampe. Die sind leider kaputt, das ist sehr schade, aber das ist okay. Da haben wir die Waffe, da haben wir noch 8 Mal Munition. Die nehmen wir jetzt erstmal, die brauchen wir auch gar nicht. Warte mal, ich würde es gern so machen, Pfeil und Bogen, da haben wir die Machete. Und das passt ganz gut. Gut, ihr Lieben, das war es erstmal von hier aus. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut und euch noch einen schönen Sonntag.